Okay. Hey, oh. Hey! Hey. Hey. Keys, truck. Schlüssel für den Truck. Was ist los? Steig ein. Was? Steig ein. Wo sind Sie? Geht's um den Mustang? Der ist im Arsch. Was? Was ist? Was ist los? Der Mustang hat einen Unfall, mehr weiß ich nicht. Was ist passiert? Wollte an der Ampel links ab. Er kam dir entgegen? Ich bin vom Highway runter. Die Ampel war grün und ich bin links abgebogen. Der Typ kam von der äußersten Spur, da war alles frei. Ich habe ihn gesehen, aber es war zu spät. Ist mir voll reingefahren. Hat er angehalten? Alle. Die Tür wurde in den Kotflügel gedrückt. Was ist mit dem Rahmen? Da ist was verzogen. War ein heftiger Schlag. Das ist verzogen. Der Rahmen ist stark beschädigt. Kann man nicht reparieren. Wie sieht sein Wagen aus? Ich stand mit meiner Tochter an der Ampel. Der Truck ist bei Rot rüber und in den schwarzen Mustang geknallt. Ich bin rübergelaufen, um zu sehen, ob jemand verletzt ist. Der Besitzer war außer sich. Der ist hinüber. Keine Chance? Braucht ein Fahrgestell. Er ist nicht versichert. Echt? Dann bekommt er eine Strafe und wir bleiben auf den Kosten sitzen. Sie haben keine Versicherung, nicht mal Haftpflicht? Mein Auto ist Schrott. Meins auch. Ihrer ist 1000 Dollar wert, meiner 50. Und weil Sie ein Arschloch sind und keine Versicherung haben, bleibe ich auf den Kosten sitzen. Sie sind das Allerletzte. Keine Versicherung. Was machen wir jetzt? Scheißdreck. Irgendwas müssen wir machen. Kann ihn schlecht verkaufen. Wenn wir ein Auto bauen, müssen wir es natürlich auch testen und tunen. Da fallen einige Fahrten an, über den Freeway, um den Block. Es muss perfekt sein, wenn wir verkaufen. Jordan war zu einer Testfahrt unterwegs. Er hatte grün, es gibt genügend Zeugen. Die sind alle geblieben, um auszusagen, dass er nichts falsch gemacht hat. Der andere ist bei Rot rüber und hat ihn erwischt. Totalschaden. 35.000 Dollar. Einfach weg. Sind Sie Carl? Wie geht's? Jordan hat meinen Mustang gefahren. Wir haben ihn restauriert. Ich habe ein kleines Unternehmen. Wenn ich die 35.000 Dollar für den Mustang von meiner Versicherung einfordere, kündigen die mir. Was soll ich machen? Ich bleib drauf sitzen. Will ihn jemand? Hatte nur einen Besitzer, war in Dallas zugelassen. Jetzt ist er perfekt und irgend so ein Arsch fährt einfach rein. An dieser Stelle springen Aaron und ich normalerweise in das Auto, machen ein paar Burnouts und haben unseren Spaß. Dieses Mal nicht. Wir leben zwar in einem Rechtsstaat, aber das war Murphy's Law. Wir sind komplett fertig mit dem Auto und dann passiert sowas.